Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 16. Part von Destiny 2. Hoffentlich hat das Barrierenetzwerk der Rot-League und die aktiviert Session. Wir sollen uns aber mit der Vorhut treffen. Ich schätze mal, wir können hier runter. Ja, sieht gut aus. Okay, alles locker easy, alles locker easy. Okay, jetzt sind wir also zurück in der Stadt, wo ein mächtiger Fight abgeht. Und wir dürfen Gott sei Dank noch ein bisschen mitmischen. Da hatte ich mir schon ein bisschen Angst vor, dass wir gar nicht mitmischen dürfen. Aber wir dürfen. Da ist noch einer. Tschüss. Die Nate. Kein Problem. Bin ich smooth ausgewichen. So, weg mit dir. Da sind noch okay, ein paar von den Schlawinern. So, sehr gut. Na ja, genau. Lass dein Schild ruhig fallen. Lass dein Schild ruhig fallen. Gott, jetzt bin ich aber hier ein bisschen runtergefallen. Da ist noch ein Centurium, den kümmern wir uns gleich. Erstmal kümmern wir uns um den hier noch. Sehr gut. Aua. Hallo. So, mein Lieber. Kriegst du noch einen Nade ab? Sehr. Ja. Guck mal, der macht Damage hier. Tschüss. Noch ein Hetzer. Okay, der dürfte explodieren. Ne, leider nicht. Oh, verdammt, der lebt noch. Okay, ist weg. Okay, was? Bevor ihr wieder einschaltet, ich gehe, ich laufe, ich schnell, ich mach. Ich schnell, ich mach. Wir sind durch. Chili sind wir das. Wir sind gleich beim Treffpunkt. Okay. Ist der Teleporter aktiv? Auf, nochmal. Ja, passt. Ich wusste es. Zack. Ja, Kate ist halt absolut zuverlässig. Poncho. Oh, ein cooler Spitzname hier. Was? Wie sieht das denn aus? Ist ja gerade richtig komisch aus, irgendwie, keine Ahnung. Ich dachte erst, es wäre Wäsche. Ist doch cool gewesen, wenn es Wäsche gewesen wäre. So ein paar. Man muss auch im Krieg seine Wäsche waschen. Aha. Hallo. Wollte gerade sagen, hier ist ja noch irgendwas. Dann muss ich töten. Hier werden keine Granaten rumgeschmissen. Es ist hier verboten. Oh, verdammt. Du sollst nicht dran sein, du sollst Ufmacher. Und zwar schnell, wenn es geht. Sehr gut. Immer schön auf dem Kopf. So. Dann gehen wir mal schnell auf den Schild-Heini. Okay. Mach ich. Ja, dann mache ich jetzt halt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann wieder wirklich zugehen kann oder nicht, aber. Oh, warte, wir haben noch einen Schuss. Den muss ich noch ausgeben. So. Hab zwar nicht getroffen, aber egal. Verdammte Hacke! Okay, Psion. Der Kate hatte hier wieder auch den schwersten Job, ne? Wie immer halt, der arme Kate. Oh, da ist ein Berserker. Oder wie sie heißen. Gladiator. Ich nenne sie Berserker, mir egal. Ja, daneben geschlagen, du Opfer. Du kleines, kleines Opfer. Okay. Geht die Tür hier auf? Ne, anscheinend nicht. Schade. Da, ja, hier lang. Du kriegst eine Granate ab, Junge. Hat halbwegs funktioniert. So, ich hier erledige einfach im Nahkampf. Okay, dich nicht. Obwohl, ich auch. So, hier durch. Okay, noch ein Legionär. Ja, da ist ein. Ich stehe hier voll im Wald. Ja, da war ein Baum in meinem Gesicht. Entschuldigung. Okay, da ist ein Hetzer. Da ist ein. Oh, und ein Koloss. Okay. Hi. Ich renne einfach in dich rein. Mir egal. Oha. Dann schalten wir kurz den Hetzer aus. Oh Gott. Nerv nicht. Sehr gut. Okay, der mit seinem Schild hier. Will hier wieder Stress machen. Au, 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 au. Oh Gott. Okay, die zwei sind down. Sehr gut. Den Hetzer als nächstes kümmern. Sehr schön. Jetzt dürfte eigentlich nur noch der Koloss übrig sein. Ja. Und jetzt ist gar niemand mehr übrig. So gefällt mir das doch schon besser.
So gefällt mir das doch schon besser. Ach, Kate. Oh nein! Und Kate braucht seinen Arm! Oh Gott. Okay, ich weiß nicht, ob ich richtig bin, aber ich renne hier einfach über Dächer. Goll muss einen Weg gefunden haben, das Licht des Reisenden anzuzapfen. Das ist die einzige Erklärung. Wieso? Eine gute Erklärung. Oh, Alter, ich bin nicht richtig abgesprungen. Dann. Das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Boah, Alter, wie er mich im Flug erwischt hat. Das war echt assi. Baller du nur da rum! Ist immerhin nur ein normaler Koloss. Gott. Schön in der Deckung. Sehr gut, Koloss ist down. Piu, 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 piu. So, der Gunner auch. Ja, setz dein Schild halt dahin, Alter. Das ist hier ebenfalls nicht erlaubt. Genauso wenn ich die Granaten rumzuwerfen, ist hier erlaubt, sein Schild einfach aufzustellen. Au. Nein, 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 nein. Verschwinde. Stoß mich jetzt ja nicht irgendwie hier runter. Hier geht's ein bisschen tief runter. Muss sie da runter? Was? Ah, warte mal, da unten. Oh Gott, ich. Keine Ahnung, ob ich da hin muss. Ich hab aber Angst davor. Ja. Nein, okay, das ist nur ein Plakat oder so. Scheiße, ich hab gedacht, das wäre eine Plattform. Die Phalanx hat mich nicht eliminiert, ich habe mich selber eliminiert. Ich muss da drüben hin, okay, wie soll ich da drüben bitte hinkommen? Beim Sparrow, nein. Mit den... Kann ich wieder cool dranhängen oder so? Hä, wie soll ich denn da... Ah, warte mal, hier, oh. Hier wahrscheinlich, irgendwie. Ah, guck mal. Oh. Blödes Geschütz. Ja, 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 ja. Hier ist jetzt keine Zeit für irgendwelche Abschussreden. Ja, danke, Kate. So, Hetze ausschalten. Schildhain hier einfach nur wild aufs Schild ballern. Sehr gut. Okay, jetzt rüberspringen. Kriegen wir schon hin? Ja, natürlich. Ah, schön, Munition. Müssen wir nicht, sobald ich einen Waffenwechsel durchführen, denken. Ich finde die Waffe hier ein bisschen geiler als die andere. Muss ich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich warum, aber. Ist halt nun mal so. So, hier rüber. Hat knapp geklappt. Die machen wir einen Doppelsprung einsetzen sollen, also den Dreifachsprung einsetzen. Oh, sehr schön. Echt so. Das war gut, Ikora. Hallo. Den Sprung schaffen wir nicht. Nur du allein kannst es schaffen. Rette den Reisenden. Kate ist einfach nur faul. Okay, er hat ein Bein. Er ist einfach nur faul, Kate, ja? Der hätte das ja wohl noch geschafft. Der anderen Zeit glaube ich's. Okay. Beim großen Kullerauge. Ah, okay. Ist das ein Kommandoschiff? Du kämpfst für uns alle. Ich bin immer mutig. Okay, hier sind ein paar Kriegsbiester. Oh Gott. Ich krieg mal schöne Granate alle ab, Alter. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, okay, ja, waren ein paar viele. Waren ein paar viele, da habe ich nicht so richtig drauf geachtet. Ich hätte lieber nochmal, ich hätte davor nachladen sollen. Hey, ist geschafft. Aber ich trottel... Hab halt nicht nachgeladen. So. Ja, das weiß ich schon. Das hast du schon mal gesagt. Reisenden bringen. Du kämpfst für uns alle. Dann mach uff den Laden hier. So. Oh Gott. Das ist, glaube ich, einfach eine schlechte Idee, hier drin zu bleiben. Ich glaube, wir müssen einfach so. Dann können wir alle Reihe und Glied in Reihe und Glied aufstellen, bitte. Um abgeschossen zu werden. Oh, cool, dass ihr zurückgeht. Finde ich gut. Finde ich gut, Jungs. Ganz ehrlich. Finde ich gut. So, das ist wahrscheinlich hier der hier.
Hier werden die ausgebildet oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall schlafen sie. Oder sie schlafen hier nicht. Also, das würden sie Nickerchen machen. Würde ich jetzt auch gerne, aber nein, ich muss natürlich allein den Reisenden retten, weil die anderen zu faul sind. Also okay, das ist zu faul, die anderen zwei waren verletzt. So, hier hoch, ja. Okay, dann hier auf den Rohren weiter. Hier cool durch, okay, kann man nicht durchrutschen. Ist ein bisschen zu lang, um durchzurutschen. Quartierdick. Hey ho! Da ist der Reisende. Wir sind fast da. Ja, wir sind ziemlich nah. Ist nicht aber eher sinnvoll, irgendwie Gaul auszuschalten, statt den irgendwie, also ich denke mal so, das ist das einzige Problem, wie sollen wir dem Reisenden denn sonst helfen? Das wurde mir noch nicht so ganz erklärt. Letzter Wächter Stroff. Hallo Stroff. Ah, oh. So, Moment, dann kümmern wir uns erstmal um die kleinen Psions hier. So, Stroff. Na, komm mal her, Stroff. Zeig mal, was du drauf hast. Oh, ihr mit eurem nervigen Rumgeh... Schieße, mit eurem Rumgeh... Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber ich fliege dadurch hoch. Rumgeh hochfliege klingt aber scheiße. So. Stroff ist auch down. Sad story, Stroff. Oh, wir werden sogar nach oben gefahren. Ist immer angenehm. Hier nicht blöd. Parcours umspringen? Nein. Okay, wir sind sehr... Oh Gott, wir sind unfassbar nah. Schick, schick. Alter, das sieht weird aus. Das kann nicht. Das kann nicht was? Wahr sein? Na, anscheinend schon, mein Lieber. Ist es wieder so ein Portal oder sowas in die Richtung? Da vorne? Ne, es gibt einen Blackscreen. Okay, auch in Ordnung, auch in Ordnung. Ich dachte, das wäre so ein cooles Portal, das uns so reinballert in den Reisenden. Dass dein Reisender dich wieder zu mir schickt. Dominus der Rotlegion, Auslöscher von Sonnen, Vernichter von tausend Welten, Richter von Göttern und Bezwinger des Lichts, ich bin Gaul. Hallo Gaul. Und wurde zur Legende. Der muss ich den deutschen Synchronsprecher von Gaul mal loben, das klang sehr, sehr cool. Wie er da rumgebrüllt hat, das klang schon, das klang ernst, das klang, also ich habe es ihm abgekauft. Also kämpfen wir jetzt doch gegen Gaul, wie gesagt, ich hätte eher gedacht, dass, okay, wir kämpfen gegen Gaul, alles klar. Hat er jetzt schon, ich glaube, der hat schon Licht, ne, ja, das sieht so aus, der hat nämlich einen Fokus, das ist doch eine Ulti von irgendeinem, ich weiß nicht, von, ich glaube von Warlock, so ähnlich zumindest. Ist jetzt gut, komm wieder runter. Fahr mal wieder runter, Bro. Okay, dann wird es Zeit für das Ding hier. Bam. Dein Reisender hätte mich wählen sollen. Hat er aber nicht. Ist es zu spät. Blicke auf deinen toten Gott. Oh, du bist immun. Er rettet die Menschheit nicht mehr. Wer weiß. Ich habe schon verstanden, dass du Gaul bist. Oh, wie komme ich mein Licht? Schick. Das zweite. Oh, er verschwindet. Pussy, oder versteckt sich zumindest. Ah, hier sind mir fast so viele Psions unterwegs. Hau doch mal ab. Oh. Ja, jetzt ziehst du tatsächlich Licht rein. Stopp. Genug davon, wie er in mein Gesicht springt. So, wir kümmern uns. Du regst mich sowas von auf. Verschwinde, sehr gut. So, Gold, kannst du jetzt mal wieder kommen? Ich habe meine goldene Cannon wieder ready. Ich bin ready, Gold. Ich bin ready, Gold. Aber sowas von. Da ist er. Gold. Und was hat er jetzt? Okay, ein Schild. Oh ja, das war auch, glaube ich, Warlock. Boom. Das habe ich gar nicht getan, das ist eine Lüge. Du hast nichts, wofür du kämpfen kannst. Nichts, wofür du sterben kannst. Oh, jetzt ist er immun, wenn ich meine Nade auf ihn schmeiße. Assi. Hier da unten ist wieder ein bisschen Licht, das hole ich mir direkt, dass meine Ulti wieder voll ist. So, dann kümmern wir uns mal um hier die Rotlegion-Homies von ihm.
Na, Schildtypi. Weg. Sogar versteckt sich wieder, beziehungsweise schnappt sich mehr Licht. Mal sehen, was als nächsten Fokus rausbringt. Also ich will nicht wissen, was das Licht da drin mit dir macht, Gol. Muss hier nicht so rumbrüllen. Komm, Gol. Meine goldene Kanone brennt darauf. Sich in... Da, ja, ich wollte gerade in deinen Schädel, aber ich ziele damit nicht auf den Kopf, weil ich dann nicht treffen würde. Also eher in deine Bauchregion. Zu rammen. Ah, da bist du. Hi. So, Gol. Zeig dich. Ja, okay, das ist, glaube ich, Jäger. Dieser Sturmbringer-Fokus. Das ist cool, dass man jetzt sozusagen wie gegen einen anderen Hüter kämpft. Na, immerhin bemitleidest du mich. Komm mal auf den Boden. Dann treffe ich dich besser. Au. Oh Gott, jetzt wird's aber knapp hier. Kommst du jetzt mal bitte wieder runter? So, dann halt so, dann treffe ich dich doch im Fliegen. Gaul is down. Ja, haha. Licht bringt dir nicht, wenn du es nicht weißt, wie du es gescheit nutzen kannst, du Trottel. Was der Reisende erschaffen hat, kann der Reisende auch wieder zerstören und damit sollte das Licht wieder zurückgekehrt sein in die Welt und damit sollte auch Gaul ein für alle Mal besiegt worden sein. Er ist eben nicht unsterblich und kein Gott. Das Licht lebt überall, in allen Dingen. Du kannst es aufhalten,
versuchen es einzufangen. Doch das Licht findet seinen Weg. Und damit haben wir die Story von Destiny 2 abgeschlossen. Das Licht, es findet immer seinen Weg. Destiny Universe created by Bungie. Okay, die Credits. To our community, you've become the main characters in the stories we tell. You filled our words with your light and your friendship. Thank you for your passion for our games and for each other. Most of all, thank you for playing Bungie. Kein Problem, Bungie. Ich weiß, dass sie damit nur mich meinen und keine anderen. Natürlich meinen die nur mich. Credits ist das perfekte, sind der perfekte Zeitpunkt für Fazit zu Destiny 2. Also die Leute, die nur Gameplay sehen wollen, die verabschiede ich hiermit. Mein Fazit zu Destiny 2. Oh, Halleluja, Halleluja, Destiny 2. Kommen wir erstmal zu dem, was bei Destiny jetzt die meisten und auch mich am Anfang gestört hat. Und zwar, dass es keine Story gab. Also kommen wir zur Story. Es gibt eine Story. Das ist schon, das muss man ja positiv erwähnen, weil es in Destiny 1 so ziemlich keine gab. Zumindest keine, die direkt erzählt wurde. Es gab auch sehr viele Zwischensequenzen, die sehr schön waren. Sehr cineastisch dargestellt, schön inszeniert. Fand ich richtig gut. Aber die Story war an sich sehr flach. Also muss man sagen, die Story war nichts Besonderes. Es ging um einen Ausgestoßenen, der sich rächen will und so. Das einzige Interessante an Gaul fand ich halt, das eben mit dem Lehrmeister, der ihn eben als Waffe benutzen will, zur Rache und dass er ihn dann umgebracht hat und sowas. Das war ganz, also dieser Lehrmeister war ganz interessant. Der wurde dann ja revealed als diese rechte Hand. Ich weiß seinen Namen leider Gottes nicht. Das war das Einzige, was Gaul für mich so ein bisschen interessant gemacht hat, aber an sich war Gaul ein relativ schwacher Antagonist, so. Auch wenn ich nochmal seinen deutschen Synchronsprecher loben muss. Der klang sehr gut. Also die Story war halt relativ flach. Aber ich bin froh, dass es überhaupt eine gab. Also besser als nichts. Aber von Bungie kann man halt mehr erwarten, finde ich. Also in Halo zum Beispiel, das ist so ein großartiges Universum, das die da kreiert hatten in Halo. Davon sehe ich in Destiny nichts von diesem. Es ist ein bisschen Lore vorhanden. Es ist Lore vorhanden, die erzählt wird, also ein bisschen Hintergrundinfos. Das ist auch schön und das erzählt wird, ist auch interessant, nur leider ist es nicht viel. Da gibt es mehr, das man erzählen könnte und finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht so ein bisschen mehr drauf eingeht auf so bestimmte Sachen. Das ganz kleine Beispiel, warum hat der Reisende uns ausgewählt? Warum schenkt ihr uns die ganzen Fokusse? Was hat auch unser Geist gesagt? Warum schenkt ihr uns das immer? Warum nicht anderen oder so? Warum wird da nichts irgendwie, dass ich was Besonderes bin oder so, oder mein Charakter eben? Und halt grundsätzlich von der ganzen Hintergrundgeschichte, wie die Leute die Planeten eingenommen haben, wie die Menschen die Planeten ihr eigen gemacht haben und so. Und die Monde eben vor allem in diesem Teil. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, sehr schöne Überleitung. Der Auswahl der Planeten oder die Auswahl der Schauplätze. Also ich muss sagen, die ETZ, die europäische Todeszone, finde ich richtig gut. Diesen dunklen Wald, dieses Sumpfartige, finde ich richtig geil gewählt. Ist ja auch eindeutig die größte. Das fand ich super, aber der Rest war eher so, also Titan war Plattformen. Klar sah das Meer da unten, ich nenne es einfach mal Meer, schick aus, aber das waren im Endeffekt Plattformen. Zu wenig? Schlecht? Keine Ahnung, also irgendwie nicht so toll. Dann Io war der Kleine. Also Nessus sah okay aus, hatte halt Ähnlichkeiten zum zweiten Bereich, nenne ich es jetzt einfach mal. Also da, wo die Vex waren, auf der Venus. So ein bisschen eben, weil die Vex auf Nessus auch unterwegs sind. Den fand ich aber auch relativ schön und auch gut groß. Io war auch ganz nett, aber halt viel zu klein. Io ist richtig klein irgendwie. Habe ich so das Gefühl gehabt, dass Io ziemlich, ziemlich klein, weil ich habe auch offscreen viel bin ich auf dem Planeten rumgerannt und Patrouillen und Abenteuer und sowas gemacht. Also der wirkte mir etwas klein. Also an sich, ich hätte mich halt über einen richtigen Planeten gefreut, nicht über einen Mond von einem Planeten. Also der Saturn wäre so geil, ne? Oder der Jupiter. Jetzt als DLC soll ja der Merkur kommen. Finde ich auf jeden Fall besser als so ein Mond. Ich weiß nicht, ich finde so Planeten fände ich cooler. Da könnte man auch mehr draus machen, finde ich, als bei den Monden. Also wie gesagt, das Titan fand ich gar nicht gut. Der Rest war in Ordnung. Und die ETZ fand ich richtig gut. Die fand ich schön. Soundtrack ist absolut hochwertig. Also großartig, was Bungie da wieder für einen Soundtrack kreiert hat. Muss man eindeutig loben. Die Charaktere finde ich auch in Ordnung. Also war nichts Besonderes. Hawthorne war halt so rebellisch und dann am Ende doch bei uns und cool und keine Ahnung, aber
war halt immer noch nichts Besonderes. Wir schreiben die Geschichte mit unserem Charakter, könnte man jetzt sagen. Aber Kate ist halt der Einzige, der so ein bisschen witzig ist. Die anderen sind nichts Besonderes. Zavala, Ikora sind nicht wirklich besonders. Ich finde es schade. Ich habe wirklich erwartet, dass es einen neuen Fokus gibt. Aber ich habe keinen neuen Fokus gesehen. Also wie ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich in einem Artikel gelesen habe. Ja, der neue Fokus vom Jäger ist die Arkus irgendwas. Also das die Arkus-Klinge halt. Und ich dachte mir so, hä, Moment mal, das gab es schon in Destiny 1. Also entweder bin ich behindert und das gab es nicht in Destiny 1. Oder ich habe es falsch gelesen oder der Artikel war beendet. Ich glaube, ich würde eher auf Zweiteres schätzen, dass ich es falsch gelesen habe. Weil, also ich habe keinen neuen Fokus gesehen. Wurde das nicht angekündigt oder so? Dass es einen neuen Unterfokus für jede Klasse gibt? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich es ein bisschen schade. Klar, die Foki. Ist die Messer von Fokus in Foki? Ich nenne es einfach Foki, weil es witzig. Foki klingt witzig. Die Foki wurden ein bisschen, also die Untersachen wurden ein bisschen neu gemacht, Sachen, diese Wege da rechts und so sind ein bisschen neu und okay, aber ich hätte einen ganz neuen für jede Klasse gut gefunden. Oder an sich eine komplett neue Klasse. Warum keine komplett neue Klasse? Und ich finde am Ende, muss man leider sagen, Destiny 2 fühlt sich an wie ein großes Add-on. Und das war genau das, was ich befürchtet hatte von Anfang an. Es fühlt sich an wie ein Add-on. Die Gameplay-Mechaniken sind gleich geblieben, zu Recht gleich geblieben, weil sie in Destiny 1 großartig waren. Das Gunplay fühlt sich fantastisch an, immer noch. Es war Destiny 1 auch schon einfach großartig. Es macht Spaß, mit den Waffen rumzuballern. Und die Story bietet nicht genug, dass es sich für einen neuen Teil irgendwie lohnt. Also es fühlt sich einfach an wie ein Add-on. Ein gutes Add-on, keine Frage. Kein schlechtes Add-on oder so. Also kein, jetzt nicht irgendwo, wo ich sage, eine Scheiße oder so. Kein schlechtes, aber eben wie ein Add-on, das keine 70 Euro wert ist. Man muss sagen, der Endgame-Content, ich habe den Strike jetzt noch nicht gesehen. Der Raid kommt noch nach und es kommt ja an sich noch ein bisschen Stuff nach. Wie der Endgame-Content ist, kann ich noch nicht ganz genau sagen, natürlich. Aber ich schätze, dass es ähnlich wie Destiny 1 ist. Leider, es gibt leider, ich habe auch kein Gefängnis der Alten leider gesehen. Sowas, das Gefängnis der Alten fand ich eine der besten Sachen in Destiny 1. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Dadurch, dass ich die Raids nicht machen konnte, weil ich nicht vier Spieler hatte. Und dieses Gefängnis der Alten hatte ja verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und eine davon musste man eben mit einem Trupp machen. Aber an sich hat es eben Matchmaking. Wie gesagt, ich glaube, dass Raids jetzt auch Matchmaking bekommen. Ich glaube, das ist so ein besonderes System irgendwie. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber werden wir dann rausfinden, wenn wir den Raid irgendwann mal vielleicht spielen werden, wenn es wirklich so ein Matchmaking-System gibt, was ja angekündigt wurde und was, glaube ich, glaube auch kommt irgendwie. Ich glaube, Ende August, genau. Da sind wir schon ein bisschen vorbei. Ende August, glaube ich. Wahrscheinlich ist für euch gerade schon Ende August. Für mich ist noch nicht Ende August. Ja, also wie gesagt, es fühlt sich halt eben leider Gottes an so ein bisschen wie ein Add-on, wie ein großes Add-on. Und genau da geht auch meine Kaufempfehlung raus. Wenn ihr Destiny 1 mochtet, ja, aber wartet, bis es billiger ist. Wartet, bis es auf die 40 Euro runter droppt, vielleicht maximal 45. Also 70 Euro wäre es mir nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht unbedingt. Also außer ihr seid der Riesen-Fan von Destiny 1. Aber sich will ich sagen, wartet, bis der Preis runtergeht auf 40, 45 Euro. Auf den Sale warten, dann könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Wie gesagt, es fühlt sich an, leider Gottes, wie ein großes Add-on. Nochmal gesagt, kein schlechtes Add-on, aber eben Add-on. Ja, viel mehr gibt es auch eigentlich nicht zu sagen. Finde ich jetzt so. Ich habe mir hunderte Gedanken gemacht, was ich sagen könnte. Im Fazit wahrscheinlich habe ich die Hälfte wieder vergessen. Mindestens. Ich lag in meinem Bett kurz vorm Schlafen, also an sich mal ein paar Tage, und dachte mir so, oh, Destiny 2 ist schon so ein verwunschenes Kind irgendwie. Und habe mir voll überlegt, warum ich es als Eltern empfinde irgendwie so. Und habe mir da voll viele Ideen gehabt, warum das so ist. Und die habe ich jetzt bestimmt die Hälfte vergessen. Aber ich hoffe, euch hat diese Part von Destiny 2 gefallen. Wenn ja, dann überspringen wir mal das Ganze ganz kurz. Denn vielleicht kommt ja noch eine After-Credit-Sequenz. Das ist immer so eine kleine Belohnung für die Leute, die das Fazit durchstehen. Ne? Falls noch eine After-Credit-Sequenz gibt, gibt es ja in manchen Spielen. Gab's in Destiny 1 ein? Ich glaube, nein. Vielleicht, also ich mag After-Credit-Scenes. Noch so kleine Sachen, das mag ich. Dragon Age Inquisition hatte eine sehr geile After-Credit-Scene. Aber mal gucken, ob Destiny 2 eine hat. Mal gucken, ob Destiny 2 eine hat. Ja, Destiny 2 hat eine After-Credit-Scene. Schön. Viel Spaß.
Das war wohl ein kleines Foreshadowing auf ein Add-on oder DLC. So wie es aussah. Mir ist auch gerade noch was eingefallen, als ich die Szene gesehen habe. Und zwar, warum ist man nicht mal raus aus unserem Sonnensystem gegangen? Muss ja nicht weit sein, aber so ein Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, in einem ganz nahegelegenen. Ist ja egal, muss ja nicht weit weg sein, aber wäre eine coole Idee gewesen, finde ich. So, als einen der Schauplätze außerhalb unseres Sonnensystems ein Planeten. Oder von mir ist auch ein Mond vom Planeten. Haben sie irgendwie einen Fetisch für in dem Teil gehabt. Das ist mir noch eingefallen gerade. Aber die Endsequenz, das war cool. So ein kleines Foreshadowing. Fand ich schön, wie das Licht des Reisenden in unser gesamtes Universum geströmt ist. Ich glaube, sind wir jetzt auf der Farm? Gibt es jetzt den Turm? Das ist eigentlich die Frage, weil der Turm müsste jetzt eigentlich wieder hergestellt sein. Irgendwie so halb, irgendwie so ein bisschen. Oder... Genau, wenn wir in die Daten mit uns. Wir haben gerade einen schönen Blackscreen. Ja, okay, Blackscreen. Destiny 2, hallo? Hallo? Naja, dann kann ich ja meine Verabschiedung jetzt machen. Guck mal. Es gibt den Turm. So eine Art. Sieht ja ein bisschen anders aus, aber... Es gibt ihn, das dachte ich mir auch schon. Hallo. Oh, das sieht cool aus. Warte mal, da müssen wir noch. Da will ich das letzte Bild haben von der. Wobei Destiny ist ja noch gar nicht vorbei, es kommen noch Strikes und so. Also, das wird auch noch kommen, denke ich mal. Weiß ich, ich denke schon mal alle Strikes, also denke ich schon. Hier, wir stellen uns zu Zavala. Gucken wir uns das hier mal an. Das sieht geil aus. Ich hoffe, euch hat die Destiny 2 Kampagne auf meinem Kanal gefallen. Halt doch ruhig. Ich wollte nicht halt dein Maul sagen, weil Zavala so ein netter Mensch ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr lasst uns dann noch rum da. Schaut die Playlisten auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part von Destiny 2 wieder. Mit unserem Igelmann. Peace up. Und haut da rein.